Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 27. Oktober. Wir wollen uns heute wieder dem Goldpreis zuwenden, der ja bereits am vergangenen Freitag ein sehr interessantes Setup aufwarf. Zum einen hatten wir am bullischsten Wochentag ein bullisches Pattern nach der FTSE-Vektorlogik und zudem natürlich hier die Ausgangssituation der bullischen Flagge, die immer noch vorherrscht. Hier am Freitag nochmal die Bestätigung des bullischsten Tags, der sich aber intraday zunächst in diese Richtung zu entwickeln schien, dann jedoch ein starker Abverkauf am Nachmittag, was dazu führte, dass die bullische Flagge, und das schauen wir uns mal kurz hier im Tagesschartintervall an, hier die Kerze vom Freitag. Es gab den Ausbruchsversuch, über die obere Trendlinie der bullischen Flagge auszubrechen. Auch hier die Range ausgeschöpft, doch dann folgte hier ein scharfer Abverkauf. Das sehen wir hier im Intraday-Chart zum Goldpreis noch ein Stück weit genauer. Hier praktisch die Situation, da haben wir sie vom Freitag. Hier schön sukzessive nach oben gelaufen, kleine Konsolidierung ans Vortageshoch, das war damals hier das Niveau um 1170. Gab es hier eine sehr, sehr dynamische Kerze hier zur Mittagszeit, dann obere Konsolidierung im Sinne der Average 2 Range, die ausgeschöpft war, und dann hier ein sehr, sehr scharfer Abverkauf. Interessant allerdings, und das müssen wir uns hier auch nochmals anschauen im Stunden-Chart-Intervall, wir haben hier eine Unterstützungszone ja im Bereich 1163 rund. Diese Zone wurde trotz des scharfen Abverkaufs am Freitags, schöner Spike-Out nach unten hier, letztlich verteidigt, und genau dieses Level diente auch am gestrigen Handelstag hier der Unterstützung. Und seither bewegt sich der Goldpreis langsam, aber gemächlich wieder nach oben. Jetzt eben die Frage, wie kann es hier weitergehen? Die Situation ist grundsätzlich weiter mit bullischem Grundton zu versehen. Also hier sehen wir jetzt auch die Erholung hier seit der Asia-Session sukzessive nach oben. Der Goldpreis aktuell erst 4,82 Dollar gelaufen. Das heißt, hier ist noch viel Potenzial. Die Range bewegt sich so im Schnitt zwischen 10 und 12 Dollar. Also mehr als das Doppelte dürfte heute hier an Range noch gehen. Hier sehen wir ein signifikantes Vortageshochlevel. Das wird interessant zu attackieren sein. Das wäre hier das Niveau um 1168, 1169. Da muss der Goldpreis erstmal ranlaufen. Da wird dann spannend, was passiert. Wir haben hier gesehen, hier gab es so ein Stück Verkaufsbereitschaft in diesem oder auf diesem Niveau bereits am Wochenende hier zur Eröffnung. Dann jetzt hier die schwache Entwicklung am gestrigen Handelstag mit sehr, sehr geringer Range. Und heute ist jetzt die Frage hier, wie wir jetzt nach oben laufen können. Grundsätzlich haben wir hier diese bullische Flagge immer noch vorliegen. Und wenn der Goldpreis hier das Level um 1165, 1167 weiterhin zu verteidigen weiß, und genau da sind wir eben jetzt, sieht es eigentlich gut aus, dass wir unmittelbar ausbrechen können. Falls das nicht gelingt, muss man hier mit Rücksetzer noch bis in den Bereich 1150 rechnen, gegebenenfalls sogar 1140. Das wäre dann praktisch hier dieser Konsolidierungsmodus, der sich weiter ausbauen könnte. Grundsätzlich haben wir hier jedoch eine kurzfristige Aufwärtstrendstruktur, und hier nach diesem jüngsten Hype von Ende September, Anfang Oktober ist das jetzt eben eine ganz normale Konsolidierung, die je früher sie denn endet hier, desto rascher Fortsetzungspotenzial besitzt. Was wir heute haben, wie gesagt, ist eigentlich von den Basisdaten her hier nicht unbedingt der bullischste Wochentag, aber nach dem Freitag haben wir hier jetzt doch die Situation, dass das aktuelle prozentuale Verhältnis mit 45% positiver Schlusspreise nach dem Freitag der zweitbullischste Tag ist. Der Tag ist generell negativ, aber in einem übergeordnet dominierenden Abwärtstrend ist das ja auch keine Überraschung. Also insofern darf man sich nicht wundern, dass hier negative Werte vorherrschen. Der Freitag, wie gesagt, aber generell leicht positiv. Der Dienstag kommt hier praktisch direkt hinten dran. Zwar auch nur 45%, aber dennoch ein Wert, der eben leicht positiv ist im Vergleich zu den Tagen wie gestern 35 und hier die nachfolgenden Tage. Das heißt, heute haben wir hier schon mal eine leicht positive Ausgangssituation, und auch die FTSE-Vektorlogik liefert uns heute hier Potenzial, wie ich Ihnen das jetzt mal zeigen werde. Wir haben hier während der letzten 15 Jahre eine Pattern-Situation beim Goldpreis gesehen, die, und das ist eben ganz interessant zu sehen, hier in 328 Fällen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 68% zu einer Performance von knapp einem Prozent, 0,97% führte. Das heißt, hier die aktuelle Konsolidierung, die wir auch hier in dem Barchart sehen, könnte sich in Bälde erschöpfen und praktisch hier zu einem neuen Aufstieg führen. Im Sinne der heutigen Pattern-Situation steht das sogar für heute auf der Agenda. Das heißt, wir haben einen bullischen Handelstag. Die Pattern 328 ist eine sehr, sehr große Hausnummer. Auch die Quote mit 67,7 lässt sich vorbildlich definieren. Und hier haben wir sogar ein technisches Hoch
im Bereich 1180 knapp. Also das wäre heute hier durchaus eine Hausnummer, die der Goldpreis erreichen könnte, wenn denn die Performance weiter nach oben hin gestimmt ist. Und wenn wir uns hier den Tageschart anschauen, dann wäre natürlich, wenn wir hier in Richtung 1180 gehen, 1170, 75 und dann eben hier Bereich 1180, wäre hier auf Tagesbasis, wenn dieses Level sogar gehalten werden könnte, auf Schlusspreisbasis die Flagge verlassen. Und dann sehen Sie hier diese bullische Saisonalität beim Goldpreis hier Ende Oktober generell ein Bias, der hier die Bullen in den Vorteil wiegt. Und das ist genau die Situation, die wir auch hier zuletzt schon mal am Freitag dargestellt hatten. Denn Anfang November ergibt sich hier ein statistisches Pattern-Tool, ein Seasonal Pattern-Tool, was hier, und da sehen Sie hier seit den vergangenen 21 Jahren, führte in 16% der Fälle ein Kauf hier Anfang November mit Verkauf Ende November zu einer Performance-Kurve, die wie folgt aussieht. Zuletzt hatten wir zwei Jahre, wo es nicht funktioniert hatte im übergeordneten Bärenmarkt beim Goldpreis, eben dann auch hier keine Chance, das Pattern zu erfüllen. Aber hier generell sehen Sie, seit 1994 haben wir hier eine sukzessive Performance beim Goldpreis, die hier kumuliert natürlich dann immer stärker wird. Aber wir sehen, ja, die letzten zwei Jahre war es hier ein negativer Bias. Das Ganze beginnt, wie gesagt, Anfang November. Also es ist noch nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, jetzt auf dem Ausbruch zu spekulieren, aber im Sinne der Fuzzy-Vektorlogik auf Tagesbasis könnte es heute sogar schon so weit sein, dass wir ausbrechen. Generell, wie gesagt, haben wir hier ein bullisches Verhalten vor uns und das wird gestützt, wenn der Goldpreis hier diese bullische Flagge nach oben verlässt und eben hier das Level 1167, 1170 nach oben überwinden würde. Man kann natürlich nicht sagen, dass es zwingend passieren muss, aber ich denke, Anfang November wäre spätestens an der Zeit, dann ebenfalls auch auf tieferem Niveau hier Einstiege gegebenenfalls zu finden. Letztlich, solange wir in der Bullflag verweilen, kann der Goldpreis natürlich hier weiter nach unten konsolidieren, aber generell scheint sich hier in Kürze ein Ausbruch nach oben anzudeuten. Warten wir, ob was passiert. Wir werden es beobachten, wir werden es engmaschig hier natürlich auf dem JFD-Devisenradar begutachten. Ich wünsche Ihnen heute erstmal einen erfolgreichen Handelstag noch und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder. Mal schauen, was wir da Interessantes haben. Kleiner Tipp noch am Rande. Austral-Dollar-Yen wird in Kürze auch interessant unter saisonalen Gesichtspunkten. Das werde ich hier natürlich wieder vorstellen. Insofern bis dahin wünsche ich jetzt erstmal beste Grüße, viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften und auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.